Was, woran wir arbeiten, ist nicht so ein bisschen alle 68 ein Versuch, die alte Industrie, das alte System zu zertrümmern, sondern die Idee ist, zu ergänzen. Also da ist das alte System und das alte System geht weiter und wird langsam an Macht und Einfluss verlieren. Und das ist uns natürlich sehr sympathisch. Und das andere System wird systematisch stärker werden, sich mehr verbreiten, natürlich mehr Leute, 80% der Menschheit lebt im Elend, also in der Richtung. Aber es wird eine ganze Zeit schon noch einige Leute geben, die in einem Mercedes durch die Welt brausen und im Grunde genommen, nein, da bin ich etwas anders unter Umständen von Ihnen, wenn ich Ihr Gesicht richtig lese, das stört mich nicht so besonders. Also ist mir sozusagen einigermaßen wurscht. Wenn es drei Leute in der Welt gibt, die jeder 10 Yachten hat, mit 7 Stewardessen auf jeder Yacht, okay. Ich meine, solange alle anderen ein wirklich gutes Leben haben und nicht nur Subsistenz, sondern mit Eleganz sich das herstellen, was ein schönes, modernes, befreites Leben, ein lebenslustiges Leben möglich macht und noch dazu Arbeit tun, die sie wirklich wollen, dann wahrscheinlich irgendwann wird es sehr deutlich, dass der Mensch, der sich versklavt, der Galeerensklave ist bei BMW, um einen BMW dann auch fahren zu dürfen, dass der den Kürzeren zieht. Das ist das weniger lebenswerte Leben. Und das wird eine Weile dauern, vielleicht ganz besonders in Österreich, bis es sich herumspricht. Hässlich, hässlich. Aber ich glaube, es kommt schon.